Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Elex. Wir sind immer noch im Tal des Todes unterwegs und gucken uns jetzt erstmal noch dieses alte Gebäude an, bevor wir dann gleich mit der nächsten Quest wieder weitermachen, und zwar diesem Bombengeschehen. Das wird garantiert bombig. Jetzt müssen wir nur irgendwie erstmal hier hochkommen. Ich finde keine wirkliche Treppe oder so. Aber klar, Jetpack geht, aber irgendwie müssen die ja auch ohne Jetpack da hochkommen. Mal sehen, wo sich das befindet. Zigaretten. Okay, hier war Stress, hier wurde viel geraucht. Kleiner Heiltrank. Elex. Mein armes Fell, noch mehr Elex. Da unten sind Dietriche. Und da ist die Treppe, oder? Nee. Wein. Kostet. Da ist die Treppe. Hab sie gefunden. Sie ist ganz hier hinten, hinter den Schott. Und wieder hoch. Und wieder hoch. Ganz oben ist auch noch was. Oh, eine Menge sogar. Gucken wir mal, was da noch so abgeht. Da haben wir eine Anleitung. Oh, Entschuldigung. Oh, ausweichen. Und da drauf. Oh nein. Auf ihn. Auf ihn. Da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass hier noch jemand lebt. Entschuldigung. So, die sind aber, jetzt haben sie sich schlafen gelegt. Ne? Jetzt geht's ihnen gut. Also, Campingstuhl setzen wir uns erstmal hin, kleine Pause machen, ne? Ja. Man muss auch mal ein bisschen chillen, ne? Einfach mal ein bisschen die Seele baumeln lassen und sich entspannen. Dann nehmen wir uns hier noch eine Brause. Mal das Radio aus. Mana. Das verkaufe ich auch nicht mehr. Einfach nur, wenn wir die Quest mit ihr noch weitermachen. Damit wir sie dann gegen die Nebenwirkungen noch ein bisschen versorgen können. Ein Flugblatt. Ein weiteres. Metallschrott. Noch mehr Metallschrott. Ich glaube, das war's wohl. Ich guck mal hier oben noch, ob da noch was ist, aber das sieht erstmal gut aus. Wir können noch mal einen kleinen Blick nach hier hinten werfen. Da ist noch mal so ein Gebäude. Carla arbeitet in dem Gebäude. Da chillt nämlich noch jemand rum und der könnte nett sein. Der macht nämlich da Schneidersitz und sitzt hier und greift noch nicht sofort an. Und sitzt hier zwischen so einen lustigen Balls. Egal, was du glaubst hier zu suchen, du wirst es nicht finden. Du weißt nicht, was ich suche. Nein. Und es ist auch unwichtig. Du wirst diesen Ort sofort wieder verlassen. Okay. Wer gibt dir das Recht, diesen Ort für dich zu beanspruchen? Wer gibt dir das Recht, diesen Ort für dich zu beanspruchen? Du hast keine Ahnung, wie wichtig meine Arbeit hier oben ist. Ich kann es mir denken. Wir sind dir dankbar für alles, was du hier tust. Schön, dass es wenigstens ein Mensch versteht. Ich kann an diesem Ort der Ruhe und Meditation keine Eindringlinge oder Beobachter gebrauchen. Und nun geh. Na gut, Thorald, ich bleibe aber noch ein bisschen hier, ne? Wenigstens looten darf ich doch wohl noch, ne? Guck mal, haben wir doch noch jemanden gefunden. Ist noch mal 3 Meter weiter gelaufen, hat sich direkt wieder gelohnt, ne? So, ein Hammer, noch ein Hammer. Oh, 1848. 1848. 1848. Merken wir uns das? Meine Lieben, 1848. Wo ist der Safe? Er muss ja in der Nähe sein. Hier. 1848. Geht doch. Läuft. Da haben wir einen unbrauchbaren Verbandskästchen, Zigarettenschachtel und Geldbündel. Na gut, die Ausbeute war jetzt nicht so der Hammer. Aber hey, immerhin fürs gute Gefühl. Hat sich das denn noch gelohnt? Er hat sich das hier richtig gemütlich gemacht, der Junge, ne? Muss man ja sagen. Ein bisschen zugig. Also so ohne Fenster und so. Zieht das wahrscheinlich schon wie Arsch. Mächtiger Mana-Trank. Aber hey, hier geht's, glaube ich, aber, oder? Holy moly, das ist ein dickes Ding. Okay, warte. So, so, so. Ich würde sagen beide und dann den Rest. Jawoll. Zu einfach. Geht doch. Ach, scheiße. Ring des Berserkers.
Apfelschnaps, kühlende Brotsuppe, wärmende Suppe, kleiner Heiltrank, goldener Kelch. Oh, eigentlich ist dabei, ne? Sein ganzes Erspartes ihm mal eben abgenommen, sowie den Elektroschrott. Den braucht er doch nicht. Das ist ein Emotional Support Elektroschrott. Mann, er geht immer mit seinem kleinen Mana-Klumpen baden. Den habe ich mir so noch weggenommen. Das ist schon ein bisschen unfair, ne? Muss man. Ungemein, ey. Ungemein unfair. Ui. Udi, ich würde sagen, dann soll es das doch erstmal gewesen sein. Ich guck mal da vorne noch, aber dann machen wir jetzt die Quest, oder? Ihr Bock, ich hab Bock, wir haben doch alle Bock auf die Quest. Wir dürfen jetzt auch genug gefarmt haben, um uns den Rest der Rüstung zu leisten. Eisenerz. Und dann sollte das passen. Okay. Ich gehe da oben nochmal gerade gucken. Du drehst dich immer einmal um und zack, schon siehst du wieder was, ne? Unfassbar. Aber das sieht erstmal, das sieht solide aus. Oh, hier, das sieht aber jetzt auch nicht so angenehm aus. Bei dem ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Waren wir da hinten schon? In dem Bereich? Ich glaube nicht, oder? Im Parkplatz da? Und auf dem Boot? Muss eben kurz einen Blick auf das Boot werfen, okay? Hat jemand echt seine Hüfte verloren? Richtig unangenehm. So, schön an Strand. Da waren wir zwar schon mal, aber so alles haben wir uns nicht angeguckt. Aber da drüben waren wir auch noch nicht. Da gehen wir auch noch kurz gucken. Aber dann machen wir die Quest. Ich sag's euch. Es wird Zeit. Moin! Ein kleiner Beißer. Auf dem Boot laufen echt noch Leute rum. Aber die sind lost. Ihr seht das schon, ne? Die sind hinüber. Oh, das vergiftet. Alles klar, nee, da gehen wir nicht hin. Das tue ich mir jetzt erstmal noch nicht an. Das ist nichts gut für uns. Das ist nicht gut für den Körper. Da bleiben die Schäden. Aber hier ist echt schön, oder? Das könnte ja auch so ein Pokémon-Game sein. So eine bunte Wiese, wo sich ein paar Pokémon drauf rumtreiben, die man jetzt einfahren kann. Gehen wir eben nochmal da drüber. Ich will nur gucken, ob wir da hinten schon waren. Weil das sagt mir so erstmal nichts da, dieser Bereich. Setzerbrot. Na, guck mal, da kreucht und fleucht es auch noch. Und da hinten läuft jemand rum. Mal sehen, ob Freund oder Feind. Sehen wir ja gleich, ne? Gehen wir erstmal hier rein. Jemand zu Hause? Ich hole ich mir. Was? Geht doch. Oh oh. 50 Mal erfolgreich gehackt. Ich wurde gar nicht gehackt. Ein Bandit. Das hat irgendwie nicht getroffen. Und da ist noch einer. Der haut mir in den Rücken rein. Das ist sehr unhöflich. War es das dann jetzt? Hoffe doch. Schöne Zigarettenstange mal wieder am Start. Und eine Handgranate. Und da hinten noch ein Besen. Grüße gehen raus an Haddock. So, ready. Moin. Oh. Sie hat den Schlag überlebt. Ich lasse sie leben. Sie hat es verdient. Sie hätte draufgehen müssen. Ich habe daneben gehauen. Sie hat es verdient, weiter zu leben. Diese Ratte hat Glück im Unglück. Deswegen lasse ich hey, sie leben. Hey, du. Ich glaube, ich habe da etwas. Ja? Eine weitere Elex-Spur? Ja. Ich weiß, die Gegend ist nicht ganz ungefährlich. Sie ist recht nahe an einigen Alpstellungen in Xarkor. Wir sollten uns also gut vorbereiten, bevor wir dort auf Elex-Suche gehen. Okay, machen wir. Ich muss nur erst, also ich gucke mich erst hier noch um. Und dann holen wir uns noch die bessere Rüstung und dann gehen wir auf die Suche. Kann ich mal diesen Goldbrocken bitte noch eben einsammeln? Dankeschön, das ist nett. Dankeschön.
Dann gucken wir jetzt nochmal im restlichen Bereich. Ihr habt hier nichts verloren. Was ist denn hier los? Wo kommst du denn her? Haben wir so ein Banditenlager offensichtlich gefunden. Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Also, weiß ich, das sind immer noch Menschen. Kaya, okay? Das sind immer noch Menschen. LOL. Ich hab schon wieder LOL gesagt. Ich nehm's zurück. Ey, ich sag das doch gelogen. Unglaublich. Aber es war ja lollig, wie, der so, wie wir so beide gegenseitig an uns vorbeigehauen haben. Den hau ich um. Der Banditenanführer. Da ist er tot. Und ich esse mir einen kleinen Burger rein. Mm. Noch mehr Banditen oder ist schon nur noch Monster? Dieser Skeck sieht besonders aus, oder? Okay. Wir haben wieder ordentlich aufgeräumt, sag ich mal, ne? Gut. Heute habe ich wieder ein paar arme Trottel über die See gebracht. Hoffentlich gibt's eine gute Ausbeute. Habe die Jungs zum Hafencontainer geschickt, um die Einnahmen zu sichten. Sie sollen die besten Teile nachher zum Tresor bringen. Notiz an mich selbst. Wenn einer dieser Idioten noch einmal den Code vergisst, werfe ich ihn das nächste Mal eigenhändig über Bord. Okay, irgendwo ist hier also ein Tresor da. Ich hack den einfach mal, oder? Ein bisschen hacken? Ich bin nicht gut genug. Okay, schade. Dann wird der Code wahrscheinlich hier irgendwo rumstehen. Einer der Jungs hat den doch bestimmt an die Wand gemalt oder so. Tja! Oder diese Felsassel hat ihn bei sich. Naja. Wir schauen mal, ob wir hier irgendwo einen Code sehen. Einer der Jungs. Vielleicht auf dem Boot. Vielleicht auf dem Boot. Könnte ja sein, dass das irgendjemand auf das Boot gemalt hat. Innen drinne. Okay, hier ist auf jeden Fall nichts drin. Nee, ich sehe da nichts. Ich sehe da leider nichts. Hätte sich angeboten, aber gut. Hier ist ein toter Bandit vielleicht ja noch. Nee. Auch kein Schrieb oder sowas dabei. Na gut. So, Leute, ich würde jetzt aber vorschlagen, wir gucken jetzt mal, dass wir uns die bessere Rüstung organisieren. Und dann machen wir erstmal wieder ein bisschen Quests. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal genug rum erforscht und Monster getötet. Joa, da hörst du auch dieses Geräusch. Das kennen wir noch von Risen, von den Affen. Hast du gerade gehört? Das war so ein klassischer Risen-Sound. Den erinnere ich mich noch sehr gut. Sehr, sehr gut. Einmal noch mal da hoch. Lebt hier noch wer oder alles tot? Sieht alles tot aus. Ach guck mal, Kaya, die nimmt die Leiter. Kaya ist clever, die nimmt die Leiter, nicht so wie wir. Wir jetpacken alles. Hier wird alles gejetpackt. Kein Thema. Hier war noch Zeug zum Looten. Wo ist das? Da. Boings. Okay, das soll es aber jetzt erstmal hier. Nee, doch nicht. Guck mal hier. Da kann man doch bestimmt noch hoch. Da kannst du doch bestimmt noch hinauf. Frage ist, wird da was Wertvolles sein? Wahrscheinlich nicht.
können es ja wenigstens mal versuchen. So viel Zeit haben wir ja noch, ne? Da würde ich hier, Moment, da liegt auch noch was rum. Wahnsinn. Alle sind müde. Müde von der langen Reise und ständigen Angst. Hier sind so viele Menschen. Alle ohne Hoffnung. Hier gibt es nichts an der Küste. Wir kommen nicht mehr weg. Keiner weiß, wo es weitergeht. Wir sind verloren. Okay. Nein, ist zu hoch. Schaffen wir nicht. Damit wissen wir Bescheid, würde ich sagen, oder? Da liegt noch was rum, aber dann. Dann werde ich die Verlassung einleiten. Ich verspreche es. So. Nur aber jetzt, bevor ich mich weiter umsehe, Karte öffnen, abhauen jetzt hier. So. Pass auf. Dann holen wir uns aber jetzt... Ne, wir bleiben erstmal mit ihr unterwegs, weil wir dann auch gleich Request machen können. Wir gehen zum Bunker des Duke. Dann setzen wir unsere Sachen erstmal auf. Wir haben Vollstreckerrüstung und wir haben Schlechterhose. Wir können auf jeden Fall hier die Schlechterrüstung noch verkaufen. Das hattet ihr auch noch erwähnt in den Kommentaren. Ich dachte, ich hätte das schon Gesundheit. Ich dachte, ich hätte das schon gemacht. Habe ich aber nicht. Voll clever. Grüße gehen raus an alle, die mir das geschrieben haben. Es war eine Menge. Du kannst doch noch deine alten Rüstung verkaufen. Ja, das habe ich gedacht, hätte ich schon längst getan. Aber habe ich irgendwie vergessen? So. Zeig mir deine Waren. Lass uns mal verkaufen, Bruder. Wir verkaufen jetzt erstmal meine alte Rüstung, nämlich die schlechte Rüstung. Sind nochmal 2000 Schmeckels. Ne? So, dann können wir eigentlich auch die schlechte Hose verkaufen. Da sind wir jetzt mal mutig. Ich würde sagen, wir haben genug. Ich fühle das. Irgendwelche Ringe doppelt? Ne. Dann haben wir noch Gaias Zorn. Eine schöne Einhandwaffe, die wir nicht brauchen. Eine Axt, rostige Axt, Eisenstange. Der Donnerschlag, den brauchen wir auch nicht. Der Schmelzofen, den lassen wir mal noch. Der sieht lustig aus. Granatwerfer kann einer weg. So, dann können wir das erstmal schon mal akzeptieren. Warte, zeig mir deine Waren. Zeig mir deine Waren. Ich hätte jetzt gerne die Hose. Vollstreckerhose bitte. 4700. Und den Vollstreckerhelm brauchen wir noch. Ja, geil. Und los. Jetzt dürften wir ausgerüstet sein. Vollstreckerhelm, Vollstreckerhose. Nice. Damit wir trotzdem nicht so super arm sind, verkaufen wir jetzt noch ein bisschen den anderen Krams, den wir da gerade mühevoll uns erkloppt haben. Also die ganzen Monsterkram, das müsste jetzt ja Unmengen Zeug sein. Ohr eines Stalkers, dunkles Leder. Innereien, wie lecker. Chitinpanzer, Leder, Schnabel, Fell. 30 Hörner. Die sind neu. Weg. 21 Fangbeine, 42 Drüsen, 85 Hornplatten, 23 Schläuche, 6 Stacheln, 43 Federn, 147 Krallen, 131 Zähne. Knochen heben wir noch auf für die Suppe. Elektroschrott kann die Hälfte wieder weg. Metallschrott kann auch die Hälfte wieder weg. Das gleiche mit den Goldbrocken. Brauchen wir wahrscheinlich für gar nichts. Kommt trotzdem erstmal weg. Eisenerz, gleiches Spiel. Dietriche heben wir auf. Jede Menge Notizen. Die können wir aber auch alle aufheben. Zigaretten können weg. Klopapier kann weg. Spielzeugdino. Alte Münzen bleiben. Das kann weg. Der goldene Kelch, die drei Stück. Ganze Unrat, das kann weg. 10 Hämmer, Öllampen, Besen, gute Becher, Krüge, Gabeln und Löffel, ein Kelch. Das soll's erstmal gewesen sein, würde ich sagen. Zack. So, sehr gut. Wie sehen wir jetzt aus? Bin ein bisschen neugierig, wie schrecklich es ist. Ja, sieht schon speziell aus, sag ich mal. Aber wir sind jetzt bereit. Wir können jetzt loslegen. Dann würde ich sagen, gut, es ist hier in 10 Sekunden, ist hier gleich gerambazamba. Dann machen wir das eher so. Warte. Dann können wir unsere schöne neue Rüstung mal präsentieren. Voll geil. Ja, Hahn, ist doch gut. Meine Lieben, hört ihr nämlich. Der Hahn ist am Krino, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Und im nächsten Part legen wir wieder richtig mit Quests los. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst erstmal eine Däumlein da, Kommentare und Feedback sehr gerne unter Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.